herzlich willkommen im Volkshaus. Als ich bei Ihnen gelaufen bin, habe ich kreischende Mädels gesehen, die seit dem Morgen, am 7. schon hier am Warten sind. Auf wen warten sie? Sie warten auf Tokyo Hotel. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Danke. Ich habe eure crazy Fans schon am Eingang gesehen. Die warten schon seit morgens um 7 auf euch. Das haben wir schon gehört gerade. Das ist schön. Also das ist immer eine schöne Begrüßung. Also der Kreischfaktor hat offensichtlich nicht aufgehört, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich war irgendwie 12 oder so, habe euch damals bei Viva irgendwie einen Kometen abräumen sehen und dann wurde er gekreischt und die Ohren haben geschmerzt. Ein bisschen ruhiger ist es geworden. Also ja, es ist ein bisschen ruhiger, weil viele sind natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden, ne? Ja. Genau wie wir, haben die ersten Falten und so. Und, wo hast du denn bitte Falten? Ach, also es ist ein bisschen ruhiger geworden. Warte, und ich mache den kurzen Faltencheck. Ich sehe keine Falten. Ich krieg keine Falten, ich habe ein dickes Gesicht. Ins Mikrofon? Ich krieg keine Falten, ich habe ein dickes Gesicht. Das ist doch gemein, stimmt doch gar nicht. Ist schon in Ordnung. Ach was. Aber du futterst gerne. Was hast du vorhin gegessen eigentlich? Einen schönen Cookie. Ein Cookie. Mhm. Ich will auch einen Cookie. Was muss man machen, um einen Cookie hier zu kriegen? Ja. Einiges. Was, ah, einiges. Was müssen wir tun, damit wir unsere schweizerische Käseplatte bekommen? Ja. Habt ihr was gekriegt? Nee, noch nicht. Noch nicht? Nee. Ja, dann gehen wir eine Spülmaschine. Wir haben uns essen. So gefreut. Ja. Man hat uns gesagt, du bringst uns lecker Käse mit. Die haben mir nichts gesagt, ja? Ich hatte was mitgebracht. Ist gleich um die Ecke, kann ich vorbeigehen. Ach, es ist so schön, euch zu sehen. Man hat eine Weile nichts mehr von euch gehört, aber man hat euch in der Presse gesehen. Ja, Bill und Tom gehen nach L.A., die anderen bleiben in Magdeburg. Du hast aber scheinbar geheiratet, ist das wahr? Das stimmt. Du hast herzliche Gratulation. Danke. Hat man das irgendwann schon mal offiziell von dir so gehört, dass du verheiratet bist? Ja. Das ist jetzt wirklich offiziell. Das ist jetzt exklusiv nur für mich. Können wir so tun, als wäre es exklusiv? Ja, es ist exklusiv bei Joyce. Aber wie ist es so, mit einem verheirateten Mann auf Tour zu sein? Ach, schön. Ja, wie immer, da hat sich nicht viel verändert. Wir waren auch alle auf der Hochzeit, das war total schön. Wir hatten alle einen super Abend. Und waren ordentlich betrunken alle und das hat Spaß gemacht. Ich finde das schön. Ich bin gerne auf Hochzeiten. Ich mag Hochzeiten. Habt ihr jemanden da kennengelernt, den ihr selber vielleicht heiraten wollt? Nee, yeah. Ich nicht, leider. Leider war niemand unter den Partygästen. Ich glaube, die meisten, die hier sitzen, können sich nicht mehr an viel erinnern. War es echt so schlimm? Ja. Anscheinend schon. Darfst du noch mit ihnen befreundet sein? Gemäß ja, deiner Frau? Alles gut? Ach du, alles wunderbar. Auch gar keine Frage. Man sagt doch, nach der Hochzeit ändert sich alles. Hat sich irgendwas für dich verändert? Nö. Im Bandleben? Alles gleich? Nur halt keinen Sex mehr, ne? Außen vor so quasi. Ja, und du bist ja quasi der Finanzmanager. Und das passt ja eigentlich auch gut zu der Schweiz. Du bist sehr gut informiert. Ja, natürlich. Nicht vorbereitet. Wie bitte? Vorbereitet. Ja. Vorbereitet, ja, natürlich muss man, wenn man die Ehre schon mal kriegt, mit euch zu sprechen. Wie ist das so? Du bist in der Schweiz, hast du dir schon ein paar Anlagetipps geholt? Nee. Das lasse ich lieber. Aber die Hunde, sie sind schon mit dabei, oder? Die sind mit dabei, ja. Wir haben immer unsere beiden Hunde mit und die kennen das auch. Die sind auch gerne mit uns auf Tour und haben wir auch letztes Mal schon gemacht zur letzten Tour. Und das klappt immer ganz gut. Der kleine Dicke ist ja voll süß, der Pumba. Wem gehört eigentlich der? Das ist mein Hund. Das ist deiner? Ja. Der isst wahrscheinlich ganz schön viel weg, oder? Der liebt sein Fressen. Also das ist seine Nummer eins. Also ich meine, selbst wenn der wenig frisst, der ist einfach fett von Natur aus. Das ist einfach ein dicker Hund. Der ist pummelig. Ja. Er ist fluffy. Ja.